Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Claudia Beccari-Grottmeier. Und meiner Dieter Dotzi. Gemeinsam sind wir bei der Magna in Graz zuständig für Diversity und Inclusion. Die Magna in Graz hat 8500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 75 verschiedenen Nationen und mit 80 gesprochenen Sprachen. Das bringt uns auch zur nächsten Frage. Warum wurde dieses Projekt ins Leben gerufen? Es geht darum, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema unbewusste Vorannahmen aufzuklären. Das heißt, wir haben eine Diversity- und Inclusion-Parcours gestartet. In Summe sind es 5 Stationen, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchlaufen sind. In Summe waren es 850 Führungskräfte, die daran teilgenommen haben. Und von diesen 5 Stationen, in denen sie sich mit ihren Vorteilen bewusst und unbewusst auseinandersetzen durften, möchten wir euch 2 vorstellen. Es geht um Schubladendenken, wo wir mit den eigenen unbewussten Vorannahmen konfrontiert werden, und entdecke die Vielfalt in dir, wo wir ja auch von den anderen so gesehen werden. Unser strategisches Ziel, das wir dahinter gesetzt haben, war, dass wir sehr wirklich daran glauben, dass wenn jeder so quasi bring your own self to work mit all deinen Stärken und deiner gesamten Persönlichkeit besser performst, besser leistet, besser motiviert bist und mit mehr Kraft und Energie deiner Arbeit nachgehst und auch mit definitiv mehr Freude. Welchen Mehrwert stellt das Projekt nun für andere Unternehmen dar? Wir gehen einfach davon aus, dass so 1 plus 1 auch 3 sein darf. Und zwar immer dann, wenn man so vom nur darüber reden ins Tun geht, in das Erfahrbar machen und in Spüren, dann bewegt es was, dann kommt neue Energie auf und tatsächlich ändern sich so auch Mindsets und die Zusammenarbeit dahinter. Also wir glauben daran, dass es auch für andere Unternehmen ein Mehrwert ist, wenn die Schaffung eines Umfeldes, das Vielfalt akzeptiert und darüber hinaus aktiv fördert und integriert. Danke.